Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 6 diesen Jahres 2019, und zwar vom 4.2. bis 8.2.2019. Mein Name ist Markus Klebe und wir sind wie gewohnt auf dem Kanal von JFD Brokers und wir wollen uns hier wie gewohnt auch den Märkten DAX, Euro, US-Dollar, Gold und S&P widmen, wollen ein wenig schauen, was ist in der vergangenen Handelswoche passiert und was könnte gegebenenfalls in der kommenden Handelswoche passieren, welche wichtigen Widerstände und Unterstützung sollten hier tragende Rollen spielen. Welche Bereiche, all das wollen wir hier in den nächsten Minuten in diesem Video besprechen. Vorab erstmal wieder ein fettes Dankeschön, dass ihr diesen Videos immer wunderbar einen Daumen nach oben gebt und natürlich auch die Videos anschaut. Und ich würde mich natürlich nach wie vor freuen, wenn ihr weiterhin diesen Videos hier einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr natürlich den Kanal von JFD Brokers, den YouTube-Kanal von JFD Brokers auch an dieser Stelle abonniert und dieses kleine Glöckchen daneben noch klickt, weil dann werdet ihr jedes Mal daran erinnert, wenn ein neues Video hochgeht, wenn hier die Livestreams starten, dass das dann auch passiert und ihr habt die Möglichkeit, der ganzen Sache natürlich dann relativ schnell dann auch zu folgen, gerade bei den Livestreams. Des Weiteren unterhalb des Videos, das kennen diejenigen schon, die hier eben diese Trading-Wochenanalyse regelmäßig sehen bzw. hören. Ich habe unterhalb in der Videobeschreibung entsprechend die Märkte aufgelistet, dahinter dann immer eine Zeitangabe. Wenn man da drauf klickt, dann kommt man im Video direkt zu der Analyse des jeweiligen Marktes. Also wenn man dann zum Beispiel nur die S&P-Analyse oder nur die Euro-US- oder Dollar-Analyse sich anhören möchte, dann klicke man einfach hier hinten auf die Zeitangabe und man landet im Video direkt dann bei der Analyse, in diesem Fall dann hier vielleicht für den Euro-US-Dollar. Bevor wir auf die Märkte blicken, erstmal kurz der Blick auf den Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage und an Setups gegebenenfalls formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading. Und natürlich zu euren eigenen Analysen, wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch zum Broker natürlich beantwortet bekommen. Und wir switchen, bevor wir auf den DAX schauen, ganz kurz, diese Woche können wir es wirklich kurz halten, auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche. Und da kommt nicht viel. Wir hatten in der vergangenen Handelswoche die Non-Farm Payrolls am Freitag. Wir hatten zuvor dann die Fed-Zinsentscheidung. Zur Fed-Zinsentscheidung kam Volatilität auf. Zu den Non-Farm Payrolls am Freitag um 14.30 Uhr eigentlich weniger. Da kam ein wenig Zucken, aber nicht der Rede wert. Und die Fed-Zinsentscheidung hat ein wenig zu Volatilität geführt, aber auch mehr oder weniger nur zu einem Auf und Ab und nicht zu einem Einsetzen eines nennenswerten Trendes. Und in der kommenden Handelswoche kommt hier nicht viel. Wir können Dienstag Australien vernachlässigen für unsere Märkte. Wir können Mittwoch Australien und Neuseeland vernachlässigen, was dort rauskommt. Am Donnerstag eventuell. Aber für mich persönlich ist das auch eigentlich nicht ganz so wichtig. Wir haben hier eine ganze Batterie um 13 Uhr. Bank of England Zinsentscheidung. Zinsen ist ja immer ein wichtiges Thema, gerade in der aktuellen Situation, gerade auch in der Situation, wo es ja in England auch um diese Brexit-Geschichten geht. Somit ist es hier denkbar, dass etwas Volatilität aufkommt, aber vielmehr eigentlich im britischen Pfund, vielleicht im Euro, wobei das jetzt, denke ich, auch nicht so kriegsentscheidend sein sollte. Nichtsdestotrotz, Donnerstag vielleicht um 13 Uhr mal so ein bisschen drauf achten, gerade für diejenigen, die dann auch eben Währungspaare, wie zum Beispiel den britischen Pfund handeln. All das, was hier am Freitag kommt, Australien, England, Kanada, ist, denke ich, auch wieder für unsere Märkte hier uninteressant. Natürlich für die jeweiligen Märkte, Indizes bzw. auch Währungspaare, die da mit Kanada, Australien etc. pp. Zu tun haben. Für die ist das gegebenenfalls interessant, aber für DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold eigentlich in der Regel weniger. Somit können wir das Ganze getrost jetzt wegklicken und schauen auf den DAX. Ich habe erstmal mit Absicht jetzt hier den Stundenchart und die vergangene Handelswoche eingeblendet und wir sehen, dass der Markt mal wieder, man muss wirklich im Januar sagen, mal wieder mehr oder weniger seitwärts tendierend war. Wir hatten in der vergangenen Handelswoche diesen Bereich hier unten um die Marke 150, 160. Das war so der Bereich, den ich für mich persönlich als richtungsentscheidend erstmal auserkoren hatte.
alles, was oberhalb dieses Bereiches sich abspielte, war von meiner Seite erstmal grundlegend auch mit einem gegebenenfalls Vorteil auf der Aufwärtsseite versehen. Und wir konnten auch diverse Möglichkeiten hier auf der Aufwärtsseite finden. Ergaben sich auch wirklich teilweise sehr, sehr schöne Setups, um die Märkte auch zu kaufen. Teilweise haben wir sie bekommen, teilweise eben nicht, weil der Markt nicht weit genug zum Beispiel hier nach unten dippte. Da hatten wir das Limit zum Kauf etwas tiefer liegen und es wurde hier dieser Bereich zum Beispiel nicht ganz abgearbeitet. Aber der Markt ergab sich nach Analyse oder ergab nach Analyse diverse Möglichkeiten des Kaufes. Aber dann war relativ schnell schon für die Woche klar, der Markt scheint schon wieder mal, wie es in den letzten Handelswochen im Januar fast regelmäßig der Fall war, dass der Markt eben seitwärts tendiert, in einer Range hin und her pendelt. Und dann war es so in den letzten Wochen zuvor, dass dann lediglich zum Freitag etwas Trend aufkam. Es war hier am Donnerstag, dass wenigstens Bewegung aufkam, Volatilität aufkam. Und zwar mit diesem Schuss nach oben über diese Zone, die in etwa im Bereich um die Marke 275 hier mit der oberen Grenze lag. Der Markt schoss kurz drunter, schoss dann quasi direkt in dieses Unterstützungsniveau 11.044, was wir schon lange hier markiert haben, um dann relativ zügig wieder in diese Haupthandelszone quasi zurückzulaufen. Also der einzige Tag, der wirklich mit Volatilität gesegnet war, wo wir dann auch Geld verdienen konnten, zwar mehr dann im Dow Jones als hier im DAX, aber das war hier dann schon interessant und ich habe dann auch im DAX den einen oder anderen Versuch sogar auf der Short-Seite gewagt. Also wir konnten grundsätzlich Geld verdienen in der vergangenen Handelswoche. Ich konnte auch meine Performance für den Januar ganz minimal in den Plusbereich bringen, aber diese ganzen Seitwärtszonen, die hier in diesem Monat Januar stattgefunden haben, und das ist jetzt auch nicht so unwichtig für die zukünftige Analyse, die wir jetzt ja hier für die kommende Handelswoche tätigen wollen. Wir hatten grundsätzlich eigentlich nur so drei Kernbewegungen im Januar, die dazu führten, dass wir von dem DAX, dass der DAX für dieses Jahr quasi im Plus liegt, da wir ja den Schlusskursbereich hier Ende Dezember hier in diesem Bereich unten hatten und seit Januar der Markt eben hier auf der Aufwärtsseite unterwegs ist. Somit hat der DAX ja jetzt zum Januar erstmal einen positiven Monat hingelegt und eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, sind es nur drei Tage, mehr oder weniger, da gehörten ein paar Stunden auch noch der Vortage teilweise dazu, aber es waren grundsätzlich nur drei Initial-Bewegungen, die dazu führten, dass dieses Plus stattgefunden hat. Und da ich ja trendfolgender Händler bin und wir schon vorrangig immer den Blick auf der Aufwärtsseite hatten, was ja dann auch schlussendlich die Hauptrichtung war, aber wir sehen, dass gerade in diesen Seitwärtszonen der Markt immer wieder zurückkam und erst dann teilweise nach dem dritten, nach dem vierten Versuch dann irgendwann die nächste Kernbewegung kam. Das führte wirklich dazu, dass ich natürlich auch des Öfteren mal ausgestoppt wurde, viele, viele Break-Even-Trades hatte und dann eben auch mal den einen oder anderen halbwegs gelungenen Trade platzieren konnte. Aber so richtig war das leider nichts im Januar. Und das Ganze kann sich natürlich jetzt in dieser ähnlichen Art und Weise weiter so entwickeln, dass der Markt erstmal so eine Initial-Zündung benötigt, um wieder etwas besser trenden zu laufen. Wir haben da bessere Voraussetzungen. Das führt auch dazu, dass wir gerade in der US Opening Bell hier recht gute Szenarien im US-Markt entwickeln konnten. Ich switche jetzt schon mal ganz kurz zum S&P, der ja jetzt hier wirklich viel, viel sauberer auf der Aufwärtsseite läuft und wirklich teilweise, das war hier noch Ende letzten Jahres und hier dann diese Bewegung diesen Jahres. Wir sehen, dass der Markt wirklich sehr, sehr sauber gen Norden läuft, hier immer wieder neue Bewegungshochs ausbaut und quasi fast auf Jahreshoch, sondern nahe des Bewegungshochs hier wirklich seinen Freitagsschlusskurs fand. Und es bot sich viel, viel interessanter an, dann teilweise auch statt dem DAX im US-Markt aktiv zu sein. Denn der DAX, der pendelt hier zwar auch in der Nähe irgendwie der Jahreshochs, aber es zeigt sich schon wieder ein wenig eine leichte Tendenz. Ja, es ist nicht zwingend eine negative Korrelation, aber wir haben auch wirklich teilweise in den Momenten, wo der US-Markt gestiegen ist, hatten wir teilweise im DAX schwarze, in diesem Fall hier schwarze oder eben rote Kerzen. Also, wir haben das, was wir in dem vergangenen Handelsjahr des Öfteren schon mal hatten. Wenn die US-Märkte steigen, dass der DAX sich weigert. Er will nicht steigen, er schafft es nicht mitzusteigen. Er zeigt zwar teilweise Versuche, dann auch teilweise auch erst hinterherlaufend, wie es zum Beispiel am Donnerstag war, wo dann der Dow Jones und S&P wirklich schon sehr, sehr stark
Donnerstag pushten und dann eben am Freitagmorgen mal kurz so eine Aufwärtsbewegung, so eine Nachzügler-Aufwärtsbewegung auch im DAX kam. Aber wir sehen das, dass hier quasi hier oben liegen die Jahreshochs, die Bewegungshochs und der DAX dümpelt hier unten rum. Und wenn man das jetzt nicht mit dem S&P vergleicht, sehen wir, dass da schon wieder so ein kleines Ungleichgewicht zustande kommt. Was einfach schlussendlich bedeutet, wir gucken ja auch immer auf die US-Märkte. Ja, ich analysiere immer den S&P und schaue mir da auch richtungsentscheidende Bereiche an und sage mir dann, wenn der S&P läuft, auf der Aufwärtsseite läuft, dann sollte eigentlich ja auch der DAX auf der Aufwärtsseite laufen. Nein, es scheint aktuell wieder nicht so zu sein. Wir müssen so ein bisschen die Analysen auch anders werten. Wir müssen so ein bisschen auch den DAX als wirklich Einzelmarkt werten und müssen da diesen Faktor auf jeden Fall mit in die Betrachtung mit einbeziehen. Und somit ist das jetzt eben ein Punkt, den ich mir abspeichere für die kommende Handelswoche. Und wir hatten in der vergangenen Handelswoche ja hier diesen Bereich quasi als richtungsentscheidend auserkoren. Und das sollte auch für die kommende Handelswoche so bleiben. Ja, dass Kurse darüber durchaus, gerade weil die US-Märkte so stark sind, ja dann auch wenigstens so ein bisschen weiter long tendierend sein sollten, zeigt aber der DAX dann doch wieder Schwäche, und zwar unter diesem Bereich, dann könnte es durchaus sein, dass wir ähnlich wie Donnerstag hier mal wieder ein paar Schübe auf der Abwärtsseite bekommen, gerade wenn die US-Märkte dann jetzt doch nochmal anfangen sollten, etwas zu konsolidieren. Also gleich die US 500, also die S&P-Analyse sich anschauen, wo denn da Bereiche sind, was für eine oder welche dann für eine Konsolidierung sprechen könnten. Denn wenn dort etwas Momentum auf der Abwärtsseite aufkommen sollte, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass der DAX entsprechend hier dann auch anfängt, etwas stärker auf der Abwärtsseite zu pushen. Ich zeichne es als erstes mal so ein bisschen ein, dass wir hier relativ zügig die Vorwochen-Tiefs unterschreiten, also 11.044, 11.000 anlaufen und dann eben auch den Bereich unter 11.000, also diese Schiebezone, die wir hier davor dann schon mal hatten in den Handelswochen, dass der Markt gegebenenfalls sogar hier wieder reinlaufen könnte. Ja, das ist eine große Spekulation, das ist natürlich auch eine relativ große Bewegung, die bei den aktuellen kleinen, geringen Tagesschwankungen vielleicht sogar über 2 Wochen laufen oder 3 Wochen laufen könnte, aber es ist auf jeden Fall denkbar, dass hier Schwäche reinkommt. Und wir schieben jetzt mal das Bild etwas zusammen und ich möchte hier mal jetzt die endgültige Denkweise meinerseits erstmal, soweit man es zumindest am Wochenende schon tätigen kann, für den DAX tätigen. Also, dieser richtungsentscheidende Bereich, das ist hier so 160, 150 ganz grob, der sollte eigentlich bleiben. Sprich, solange wir da drüber bleiben, Moment, jetzt habe ich das aus Versehen hier nochmal gelöscht, ich zeichne es nochmal ein, solange wir da drüber bleiben, ist es eben etwas prozyklischer, die Long-Seite zu handeln. Man kann hier zum Beispiel, das hatten wir in der vergangenen Handelswoche vorsichtig auch schon mal gemacht, das ist hier so ein bisschen offensichtlich. Ja, wir hatten hier zwar einmal diesen Ausreißer, aber schaut mal, man kann hier wirklich sehr, sehr sauber anhand von 4, 5, fast 6 Punkten eine Trendlinie zeichnen. Das ist jetzt insofern für mich interessant. Schräge Trendlinien sind zwar nicht so wichtig, aber irgendwann wird natürlich solch eine Trendlinie dann auch mal durchstoßen, was eigentlich nur bedeutet, dass wieder etwas Bewegung in die Märkte reinkommt. Und hier bietet es sich an, erstmal, je nachdem, wo wir natürlich am Montag eröffnen, auch so ein bisschen zu schauen, in diesem kleinen Mini-Niemandsland, was wir jetzt hier gerade haben, also der Schlusskursbereich bis hin zu 165, 160, 150, in dieser Zone wäre ich erstmal so ein bisschen vorsichtig. Ja, auch wenn man vielleicht hier unten an der 150, 160 mal so an vorsichtigen Kauf schon nochmal denken könnte, aber interessanter wird es eigentlich, wenn wir dann hier hochlaufen, wenn wir durch diese Trendlinie durchlaufen und dann eben gegebenenfalls von oben nochmal hier in diesen Bereich kommen und dann, das wäre so mein Traumszenario, entwickelt sich der Markt in sauberen Zügen, in sauberen Sequenzen steigender Hochs und steigender Tiefs weiter gen Norden. Natürlich als Ziel das vorletzte Wochenhoch, das somit dann eben auch stehende Jahreshoch, dann nochmal zusätzlich als wichtiger durchaus realistisch zu erreichender Bereich, der Bereich um die Marke 2,75, ja, und dann eben als nächstes, und das ist der nächste markante charttechnische Punkt als realistisches Ziel auch für die kommende Handelswoche, durchaus denkbar, der Bereich um die Marke 11.420. Vielmehr würde ich dem Markt auf der Aufwärtsseite gar nicht geben, denn wir haben durchschnittliche, wirklich sehr, sehr geringe durchschnittliche Tagesschwankungen im DAX aktuell. Im Vergleich zu vor ein paar Monaten teilweise auch, da hatten wir Schwankungen, die waren über 200 Punkten, 250 Punkte teilweise durchschnittlich pro Tag. Aktuell liegen wir
zwar wieder minimal steigend von 120 Punkten kommend, so im Bereich 140 Punkte durchschnittliche Tagesschwankung. Das ist aber auch in der vergangenen Handelswoche lediglich hier dieses Donnerstages, dieser Volatilität von 250 Punkten vom Donnerstag zu schulden, dass die durchschnittliche Tagesschwankung wieder ein bisschen steigt. Eigentlich sind ja die Tage recht unvolatil. Somit ist es hier durchaus denkbar, dass wir uns langsam vielleicht gen Norden vorarbeiten. Und dann ist es natürlich interessant, entsprechend auch die Kaufgedanken hier zu hegen. Was allerdings weiterhin interessant ist, da es nicht auszuschließen ist, dass der Markt eben doch weiterhin übergeordnet so ein bisschen seitwärts pendelt, dass wir hier ganz grob in diesem Widerstandsbereich an natürlich dann den markanten Punkten so ein bisschen diese False-Breakout-Geschichten weiter im Auge haben. Also wenn der Markt dann hier mal kurz drüber schaut, um dann gegebenenfalls hier sofort wieder Schwäche zu sehen, dann wäre es auch antizyklisch denkbar, hier dann eben auf fallende Setups zu setzen, wieder zurück in diesen Gleichgewichtspreis aus dieser Schiebezone etc. pp. Das haben wir in den Livestreams dann auch immer besprochen, teilweise auch auf kleineren Zeit eben, dass so eine Setups auch denkbar sind, sprich Long- und Short-Überlegungen, natürlich oben verkaufen und unten kaufen, so wie es jetzt hier auch grob eingezeichnet ist. Sollte der Markt erneut unter diesen für mich wichtigen Bereich, also diese blaue Unterstützungslinie kommen, wo wir auch vergangene Handelswoche mehrmals waren und wo ich dann auch angefangen habe, mal vorsichtig auf der Abwärtsseite mein Glück zu versuchen. Und ich habe hier kein Geld verloren. Ich habe zwar auch kein Geld verdient, aber ich habe in den Versuchen hier zu shorten kein Geld verloren. Und wenn der Markt jetzt hier wieder runterkommt, jetzt muss ich kurz gucken, welche Farbe ich habe. So, also rot, wenn wir hier wieder runterkommen und wir können ja sogar sagen, okay, man zeichnet hier mal so ganz vorsichtig auch so eine Trendlinie ein. Wenn wir hier runterkommen, dann ist es denkbar, dass wir natürlich erneut in diese Bereiche rutschen. Ja, die wir schon mal gesehen haben im Markt, 11.044 und hier der Bereich, der liegt so knapp oberhalb der 100, dass wir hier eben wieder Schwäche sehen und natürlich die Schwäche eingangs auch schon gesagt in Richtung 11.000 und gegebenenfalls sogar tiefer sich fortsetzen könnte. Wobei hier natürlich dieser Bereich, der dann auch schon mal richtungsentscheidend dieses Jahr war, so um die Marke 11.000, natürlich auch erstmal angelaufen werden muss. Auch hier, wenn man wieder sich das Ganze anschaut, dass das Bild nach oben ja jetzt nicht so sonderlich groß ist, somit ist natürlich auch die Chance auf der Unterseite etwas geringer. Und er muss dann auch erstmal hier die vorletzten Wochen Tiefs nachhaltig unterschreiten, das dann auch schaffen, weiter Schwäche zeigen. 11.000 kommt als Unterstützung, um überhaupt an Verkaufsgedanken unterhalb von 11.000 zu denken. Ja, also ich würde hier erstmal ganz vorsichtig sagen, wenn der in Richtung 11.000 kommt, dann ist er schon schwach. Das muss er erstmal zeigen. Da haben wir dann schon diverse Möglichkeiten und dann müssen wir in den Livestreams gucken, wenn das vielleicht doch schon schnell passiert, Montag, Dienstag oder Mittwoch, inwiefern wir dann unterhalb von 11.000 nochmal den einen oder anderen Short-Gedanken hegen können. Aber da die US-Märkte stark sind und auch der DAX, wenn die US-Märkte so enorm stark bleiben, dann wird das hier nichts mit so einer Short-Bewegung. Ne? Weil dann ist es wahrscheinlich, dass entweder der DAX mit nach oben geht oder weiter seitwärts pendelt. Ja? Aber wirklich so schwach ist der DAX dann auch nicht, wenn der US-Markt stark bleibt, dass er dann hier schafft, enorm, enorm zu fallen. Also das so die Gedanken des DAXes etwas ausführlicher. Wir können das etwas unausführlicher quasi im S&P vollziehen, denn hier ist das Bild etwas eindeutiger. Ja, im DAX mussten wir uns jetzt schon wirklich durch diese Seitwärtsphase so ein bisschen durcharbeiten und den ein oder anderen Gedanken dort etwas mehr ausprägend erklären oder durchdenken, ja nicht erklären, sondern durchdenken, überdenken. Im S&P ist das relativ einfach. Wir haben hier zwei markante Hochpunkte, die im Prinzip quasi überschritten worden sind. Dann auch nochmal von der Oberseite getestet, dann ging es in den Bereich 2700 und wir sind jetzt hier in der CFD-Indikation oberhalb des Bereiches 2700. Jetzt gibt es hier zwei Denkweisen, die ich in so einem Aufwärtstrend dann immer habe. Einmal die kurzfristige Denkweise und einmal die mittelfristige Denkweise, denn langfristige Denkweisen gibt es ja in meinem Fall ja eigentlich nicht, weil ich ja, wenn, dann wirklich nur das Bild, wie es hier aktuell in der Aufwärtsphase sieht, noch größere Trendgedanken habe ich ja nicht. Was kann jetzt hier passieren? Also es kann natürlich sein, dass der Markt eben grundsätzlich weiter direkt relativ stark läuft, oberhalb von 2700 bleibt und hier eben in das nächste Widerstandsniveau 2735 bis 37 in etwa läuft. Sprich, Long-Gedanken sind natürlich nach wie vor möglich, interessant. Ich bin dann zwar immer so ein bisschen defensiver, ich mag es eigentlich nicht, wenn der Markt schon so hoch ist, dann auch noch auf Breakouts zu setzen, sondern ich mag es ja wirklich dann auf Rücksetzer zu warten, um dann im Rücksetzer zu kaufen.
Aber nichtsdestotrotz, es kann natürlich sein, dass hier die Stärke weiterhin aktiv ist. Müssen wir mal schauen, was sich da für kleinere Setups bieten, um hier direkt weiterzukaufen. Interessanter wäre es, wenn der Markt erstmal vielleicht so ein, zwei Tage etwas konsolidiert. Und da bietet sich natürlich jetzt hier ein Bereich an, der für mich dann auch richtungsentscheidend erstmal für die kommende Handelswoche ist. Und zwar der Bereich um die Marke in etwa. Es ist nicht ganz die 77,81, wie sie eingezeichnet ist. Es ist ein Hauch tiefer. Ich würde jetzt mal die 75 sagen, 2675. Also, dass der Markt diese 30 Punkte hier auch nochmal erstmal auf der Südseite sieht, rein charttechnisch. Egal, wie man das jetzt hier einzeichnet, das kennt ihr ja das von mir, dass ich da ja auch nicht auf den Punkt immer genau Wert lege, wie man jetzt hier die Trendbewegungen einzeichnet. Aber wir sind, denke ich, ganz klar in einer aufwärts bewegenden Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs. Und hier ein Rückläufer in diesem Bereich 2675 wäre charttechnisch absolut sauber. Selbst einen Rückläufer hier in den von der vergangenen Handelswoche richtungsentscheidenden Bereich, wo ich gesagt habe, alles darunter könnte schon dort zu einer Konsolidierung führen. Wenn wir da drüber sind, weiter sauber long. Und ähnlich ist es jetzt hier, wenn der Markt natürlich da runterkommt. Selbst das wäre ja hier denkbar und wäre ja immer noch in einem aufwärts tendierenden Markt möglich. Aber ich würde das erstmal nicht bevorzugen, sondern den 2675er Rückläufer. Was bedeutet das jetzt ein bisschen kurzfristiger? Wir schieben das Bild nochmal zusammen. Solange wir oberhalb der 2700 bleiben, würde ich vielleicht mir auch mal anschauen, wirklich aggressivere Long-Setups zu suchen, um diesen direkten Läufer weiter zu folgen, um überhaupt was zu machen. Aber was ich eigentlich am liebsten sehen wollen würde und worauf ich dann auch so ein bisschen setzen würde, ist hier dieser Rückläufer in dieses Kernunterstützungsniveau. Wie gesagt, so um die Marke von 75. Also hier dieser Weg nach unten. Und wir sind aktuell 2705. Wir wollen einen Rückläufer in den Bereich 2675. Das sind 30 S&P-Punkte. Das ist nicht wenig. Man darf das jetzt nicht vergleichen mit 30 Dow Jones-Punkten. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Welt. Und diese 30 S&P-Punkte, die hier auf der Südseite durchaus vollzogen werden könnten, wären natürlich auch mal interessant für eine antizyklische Trading-Idee. Und zwar dann eben darauf zu setzen, dass hier, wie auch in den vergangenen Wochen, immer mal wieder kurzzeitig so ein bisschen Druck nach unten auf der Südseite aufkam. Das bedeutet, dass ich unterhalb von 2700 auch mal vorsichtig vielleicht einen Short-Trade wage. Aber für diejenigen, die erstmal nur prozyklisch handeln oder handeln wollen, für die ist natürlich hier oben der aggressivere Kauf interessant oder aber eben auch der Rückläufer. Wir haben ja hier auch noch so ein kleines Mini-Unterstützungsniveau um die 2690. Ja, dass hier eben so Rückläufer in diese Bereiche, ja, dann entsprechend interessant sind für diese prozyklischen Käufe. Also für Gedanken dann auf der Nordseite. Für diejenigen, die nur prozyklisch handeln wollen, also wirklich nur trendfolgend, nicht antizyklisch handeln wollen, solange der Markt oberhalb der 2675 bleibt, in entsprechende Unterstützungsniveaus kommt, wären das in meinen Augen nicht so uninteressante Setups, um den Markt trendfolgend in Richtung der Bewegungshochs bzw. in Richtung der nächsten Widerstände, wo da eben, können wir gleich gucken, wo die liegen, die da eben recht interessant auf der Nordseite liegen. Sollten wir allerdings dann hier eben wieder runterrutschen, ja, unter diese Hochs, dann ist es denkbar, dass wir, wie eben schon eingezeichnet, hier durchaus in Richtung 2650 vielleicht sogar in diesen Bereich rutschen können. Das bedeutet natürlich dann etwas mehr, ähnlich wie es hier dann auch schon mehrfach ja passiert ist, dass dann eben die Abwärtsseite kurzfristiger Natur auch erstmal ein bisschen interessanter wird, dass vielleicht eine komplette Konsolidierungswoche eintritt und dann in der kommenden Handelswoche vielleicht dann wieder der prozyklische Gedanke des Kaufs kommt. Also ist im Endeffekt der Bereich um die Marke 2675 für mich richtungsentscheidend, also der Bereich dieser zwei Hochs, die dann unterstützend wirken sollten. Passiert das nicht, kann es sein, dass hier weiter Schwäche reinkommt. Und wir gucken nochmal auf der Oberseite, was hier durchaus dann realistisch wäre als nächstes Ziel. Und da liegt hier der Bereich um die Marke 2737. Pi mal Daumen aus der Vergangenheit im Markt. Und da ist es natürlich denkbar, dass wir in diesem Bereich, den wir hier in der Vergangenheit schon mal als wichtig hatten, dass der Markt eben auch sauber. Und das ist dann natürlich auch ein realistisches Wochenziel, dass der Markt eben hier neue Bewegungshochs ausbaut in diesem Bereich. Aber wir dürfen eins hier nicht vergessen. Schaut mal dieses Momentum hier auf der Abwärtsseite, das war relativ scharf. Also es ist hier wirklich weiterhin denkbar, dass der Markt auf der Aufwärtsseite ganz sauber weiterläuft und die nächsten Kernpunkte, die richtigen, auch für diejenigen, die das Ding auf dem Wochenchart sich anschauen, die kommen hier. Ja, diese drei Hochpunkte, die sind eine nicht
so uninteressantes Ziel, gerade weil wir eben diese ganz wichtigen Punkte, charttechnisch wichtigen alten, ganz markanten Tiefpunkte ohne Probleme eigentlich hier nach oben durchstoßen haben. Und somit ist diese Aufwärtsreise natürlich weiterhin grundsätzlich ohne Probleme denkbar. Ich denke, wir haben das jetzt auch ausführlich besprochen. Wir switchen auf den Euro-US-Dollar. Unser Sorgenkind quasi. Warum unser Sorgenkind? Weil er sich nach wie vor eigentlich nicht nennenswert bewegt. Er pendelt seitwärts. Er pendelt eine lange, lange Zeit seitwärts zwischen den Grenzen 13,30, also 1,13,30 und 1,14,30 hin und her. Hat jetzt in den letzten Tagen, und das hatten wir ja auch gesagt, damit können wir so ein bisschen drauf schauen, auch immer mal wieder so ein bisschen Stärke gesehen. Und das war auch mein Gedanke, dass oberhalb von 14,30 eventuell mal wieder so ein bisschen Stärke aufkommt, so ein bisschen Trendverhalten war ja hier schon mein Wunsch, ja, dass der Markt so ein bisschen wenigstens in den 15,30er Bereich läuft. Also lediglich 100 Ticks. Man verlangt ja nicht viel vom Währungspaar Euro-US-Dollar. So ein bisschen Bewegung könnte er jetzt hier schon durchaus mal wieder einbauen. Also für diejenigen, die natürlich Seitwärtsstrategien handeln, ist natürlich der Markt aktuell nicht so ganz so uninteressant. Das ist allerdings nicht so meine Präferenz. Ich möchte ja Bewegung sehen. Ich möchte hier Trends sehen. Schöne Bewegungen, die sich in irgendeiner Art und Weise zeigen. Und nicht dieses, wie im vergangenen Jahr und aktuell ja noch schlimmer, diese ständigen Seitwärtsbewegungen, die wir hier permanent quasi hatten. Und dann kam hier nochmal so ein bisschen abwärts. Aber guck mal, hier, wir waren ja hier die ganze Zeit in dieser Zone drin. Das haben wir immer wieder besprochen. Das ist ja auch nichts Neues. Und jetzt kam der Markt mal so ein bisschen rüber, aber tut sich hier schwer, überhaupt in den 15,30er Bereich zu kommen. Ich bin mal nicht unabsichtlich hier auf dem Tageschart. Wir gucken mal uns hier unten diese ATR an. Was ist die ATR? Die ATR ist ja die durchschnittliche Schwankungsbreite eines Marktes. Und durchschnittliche Schwankung heißt, wenn dort, und da steht jetzt so, ich glaube 50, so um die 50 oder 53 Ticks pro Tag, inklusive Nachtsession, ja, also wirklich der komplette Tag, bewegt sich der Euro-US-Dollar vom Hoch zum Tief, ja, also wirklich Tageshoch, ja, und Tagestief in den verschiedensten Amplituden, Schwankungsamplituden natürlich. Das kann von oben nach unten sein, das kann auch von oben nach unten und wieder nach oben sein oder nur von unten nach oben, ja. Aber die durchschnittliche Schwankung sind gute 50 Ticks. Der DAX hat, wie gesagt, ungefähr 140 Punkte, was ja fast gleichzusetzen ist, beziehungsweise ist es noch viel, viel mehr eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt in Ticks. Und der Dow Jones ist, glaube ich, weit über 200 Punkten und wir sind hier bei 50. Also wir haben Märkte aktuell zur Verfügung, die wirklich viel, viel volatiler sind und somit für uns als Daytrader eigentlich viel, viel interessanter. Weil was möchte man rausholen aus einem Markt, der am Tag nur lediglich 53 Punkte tickt? Ja, selbst wenn man das Hoch und das Tief exakt erwischen würde, was denke ich auf längere Sicht keinem von uns gelingt, das wäre ein Zufall, wenn man mal das Tageshoch und das Tagestief erwischt, aber man schafft es nicht. Und was will man schaffen? Am Tag vielleicht 10, 20 Punkte, das ist ja kein Trendhandel, da ist eigentlich, da fehlt komplett die Volatilität, da fehlt komplett die Bewegung. Und somit muss man jetzt hier, wenn dann überhaupt, auf höheren Zeitebenen schon unterwegs sein und wirklich Trades fokussieren, die sich innerhalb von 1, 2, 3 Tagen entwickeln, um hier wenigstens dann so ein bisschen Bewegung annehmen zu können. Das ist jetzt nochmal die vorreitende Reise. Wir sehen, dass wir hier vorher Phasen hatten, da war der Markt wenigstens bei 70, 80 Ticks und selbst das war schon nicht hoch. Eigentlich ist es hier in den Bereichen interessanter gewesen, da waren wir so um die 100 Ticks. Ja, und das sind dann hier zum Beispiel diese volatilere Seitwärtsphase hier oben oder eben auch diese Abwärtsbewegung hier, wo die Volatilität dann eben am Steigen war, Tag zu Tag fast höher wurde. Diese Bereiche sind eigentlich interessant gewesen und nicht hier diese unvolatilen Phasen. Aber wir wollen uns das Ganze natürlich trotzdem anschauen, weil ich weiß, der ein oder andere will trotzdem im Euro-US-Dollar weiter aktiv sein. Und die Analyse bleibt eigentlich quasi wöchentlich hier gleich. Wir haben natürlich weiterhin den Bereich um die Marke 13,30 beziehungsweise 14,30 entschuldigt, beziehungsweise kann man hier vielleicht auch sagen, man nimmt für den aktuellen Gedanken, den ich jetzt hier mal hege, auch noch diese Unterstützung um den Bereich 1,14. Ja? Dass man jetzt sagt, okay, vielleicht
schafft es der Euro, US-Dollar, sich irgendwie weiter hoch zu hangeln. Dass man eben sagt, wenn hier weitere Rückläufer kommen, dass man hier versucht, in Richtung 15,30, in Richtung 15,50, 15,60 den Markt zu handeln. Also erste Bewegung aufwärts, dann hier abwärts, dass sich vielleicht irgendwie ein Trend anfängt zu entwickeln. Aber man sollte hier, und von daher bin ich eigentlich lieber daran, hier zumindest für mich völligst vom Handel im Euro-US-Dollar abzuweichen. Wir hatten auch in der vergangenen Handelswoche, wir können mal auf den 30-Minuten-Chart gehen und schieben das Bild hier mal so ein bisschen zusammen. Ich habe in den Livestreams vergangene Handelswoche mehrere Long-Setups mal kreiert. Das war zum einen ein Kaufbereich, der aus der Vergangenheit kam. Das sehen wir jetzt in dem Bild hier nicht, aber der lag in etwa hier so, der Bereich. Ja? Und wir sehen, dass dieser Bereich nicht ganz so uninteressant war. Was da bedeutete, der Markt schoss hier dann irgendwann mal hoch, der kam zurück. Hier war das eigentlich noch nicht so aktiv. Aktiv wurde es hier, wo der Markt zurückkam. Und dann kam hier eins meiner kreierten Long-Setups. Zack, das hier. Das war aber auch das Einzige, was dieses Setup dann geschafft hat. Das waren, glaube ich, 20 Ticks oder sowas. Das Risiko war sogar höher. Also hier mit diesem Trade-Gedanken, da war sogar noch leichtes Risiko drauf. Also dieser trendfolgende Ansatz, der war nicht so rosig. Der nächste Gedanke kam hier unten in diesem Hochniveau, ja, bedingt durch diese drei Hochpunkte hier. Den Euro-US-Dollar dann eben auch trendfolgend oberhalb von 14,30 in Richtung 15,30 zu handeln. Und auch hier, es dauerte sogar ein Weilchen, kam dann die Reaktion, die war etwas besser auf der Nordseite. Aber auch hier sieht man ja, dass eben zwar die Reaktion etwas ausführlicher war, aber selbst dann nochmal wieder ein scharfer Rückläufer, nochmal in den Bereich und dann doch wieder scharf zurück. Der Bereich hier unten orange markiert, der war zum Kauf natürlich auch nicht so schlecht. Auch hier das Risiko etwas höher gesetzt. Das Risiko war locker verdient. Es war auch hier möglich, dann auf jeden Fall ein bisschen Profit wenigstens rauszuholen. Aber auch hier kamen keine Anschlusskäufe rein. Ich würde weiter oberhalb, wie ihr auch hier mit diesen Setups versucht, weiterhin den Blickwinkel auf der Nordseite würde ich ganz gerne haben wollen. Und zwar eben oberhalb von 14,30, so wie es jetzt eben eingezeichnet wurde. Ich versuche das jetzt hier nochmal zu machen. Moment, nein, ich nehme es nochmal ganz kurz zurück, dass wir hier noch wenigstens diesen Zielbereich 15,30 auf der Nordseite so ein bisschen mit drin haben. Und ich habe es ja eben schon gesagt, es ist eigentlich zum einen dieser lange, lange schon drin liegende 14,30er Bereich hier in etwa. Ja, der hier unterstützend wirken sollte, aber eben auch noch gegebenenfalls hier, wir sehen es so, dieser 14er Bereich. Also das, was der Markt eben hier in der vergangenen Handelswoche dann auch schon mal nochmal als Zwischentief so ein bisschen markiert hat, so diese Zone hier. Ja. Also Rückläufer an die entsprechenden Unterstützungsniveaus, zum Beispiel jetzt ein Rückläufer in, na, Moment, das sollte jetzt ein Fall werden, zack, ein Rückläufer in die Unterstützung 14,30. Hier dann vielleicht einen Trigger abwarten, ja, dass der Markt dann anfängt, hier steigende Hochs und steigende Tiefs zu kreieren. Auch hier könnte man vielleicht vorsichtig sagen, okay, hier entwickelt sich so eine Dreiecksformation. Müssen wir uns dann in den Livestreams anschauen. Da müssen wir wirklich dreimal überlegen, ob man das dann auch handelt. Um dann eben zu sagen, okay, es ist vielleicht nicht ganz so unrealistisch, dass dann eben mal so ein Schub nach oben kommt. Dann müssen aber auch die Chance-Risiko-Verhältnisse passen. Ansonsten macht die Spielerei im Euro-US-Dollar hier keinen Sinn. Und dann auch vielleicht so ein Fake-Ausbruch auf der Unterseite könnte sich hier entwickeln, wenn wir dann doch nochmal wieder in den Bereich laufen und dann hier wieder Stärke sehen, dass man dann entweder sagt, okay, wenn wir dann wieder 14,30 nach oben durchschreiten, dass man dann anfängt, auf der Long-Seite nachzudenken in Richtung 15,30. Und hier oben kann man schon wieder fast überlegen, ob man von dort aus mal antizyklisch wieder die Abwärtsseite handelt. Ja, also das hin und her, denke ich, wird hier auch erstmal weitergehen. Und da müssen wir schauen. Ich denke, hier durch die FED-Zinsentscheidung kam vom Trend her nichts weiter auf. Es kam eben ein Bewegungsschlag. Das war hier diese Bewegung nach oben. Aber mehr auch nicht. Ja, da kam kein Trend weiter auf, keine Fortsetzung des Trends. Das war nichts. Ja, somit ist oberhalb von 1,14 jetzt hier vielleicht die Long-Seite interessant. Und wenn wir hier wieder runterrutschen, ja, dann denkbar wieder untere Grenze. Ja, und dann hier eben vielleicht seitwärts wieder weiter. Was dann eben für die kleineren Zeitebenen auf der Short-Seite bedeuten würde, man könnte unter 1,14 in Richtung 1,1330 mal sein Glück versuchen. Das, was hier schnell nach oben abgearbeitet wurde, wo der Markt teilweise schon immer mal kurzzeitig schnelle Züge zeigte, ja,
dass das dann eben auf der Abwärtsseite vielleicht wieder etwas zügiger vonstatten geht in Richtung 13,30, beziehungsweise hier auch dann vielleicht sogar der 1,13er-Bereich. Ja? Also das so die Gedanken zum Euro-US-Dollar, aber seid hier wirklich vorsichtig, das ist so meine Denkweise zum Euro, aber ich handle da wirklich sehr, sehr konservativ, da muss wirklich einiges zusammenpassen, dass das dann Sinn macht. Wir sind hier schon im Gold, wollen uns das natürlich abschließend hier anschauen. Gold war, und ich habe jetzt hier auch angefangen, ihr seht das Dunkelblau, alle dunkelblauen Linien waren vergangene Handelswoche noch nicht im Markt. Wir haben bestimmte Widerstandszonen nur in Wort, verbal quasi angesprochen. Ich habe sie jetzt mal eingezeichnet. Ihr seht, die liegen relativ eng beieinander. Aber das sind jetzt so die nächsten kleineren Steps, die Gold durchaus weiter auf der Aufwärtsseite vollziehen könnte. Denn wir haben vergangene Handelswoche ein Szenario entwickelt, wo wir gesagt haben, es ist denkbar, da, und das schiebe ich das Bild nochmal kleiner, dass ich das auch wenigstens nochmal ganz kurz zeige. Wir gehen auf den Tageschart und schieben den Tageschart mal etwas zusammen. Wir waren Anfang 2018 im Gold in einer volatilen Seitwärtsphase. 13,56, da muss ich nochmal gucken, 13,56, untere Grenze, 13,05. Beziehungsweise, wenn man so ein bisschen es detaillierter sieht, ist hier unten der Bereich um die Marke 13,14 auch nicht so uninteressant gewesen. Aber eigentlich die unterste Grenze dieser Schiebezone und danach dann auch schon als Widerstand hier in diesem Bereich genutzt, ja, farblich jetzt nochmal anders in diesem Bereich hier. Schaut mal, hier ist der dann gegengekommen. Hier nochmal gegen, hier nochmal gegen. Ja, also dieser Bereich war erst hier Unterstützung in diesen Bereichen. Ja, was, alles, was jetzt blau kommt. Und dann war er schon Widerstand. Und dann ging ja diese steile Reise 1160 auf der Unterseite in etwa angelaufen. Und dann kam der Markt, der jetzt hier wieder in den letzten Wochen und Monaten dann auch Ende 2018 nach oben und jetzt eben Anfang 2019 auch steil weiter nach oben. Und wir hatten letzte vergangene Handelswoche, nachdem eben in der vorletzten Handelswoche nochmal zum Ende am Freitag der Schuss nach oben kam in Richtung 1,13, hatten wir gesagt, bedingt dessen, dass Anfang 2018 der Bereich 13,05 wirklich extrem wichtig war und auch schon zuvor eher mal wichtig war, ist es nicht auszuschließen, dass der Markt ab da wenigstens mal so ein bisschen eine Konsolidierung einschlägt. Und das tat er nicht. Ja, hier so dieser Bereich. Da war er Montag, zeigte er noch eins, zwei kleine Setups, die man hier auf der Abwärtsseite mal mit dem Gedanken, dass eventuell Konsolidierung aufkommt. Und so wichtig wäre, so richtig interessant wäre das dann auch erst geworden, wenn der Markt die 97 nach unten durchschreitet, um dann von dort aus, so war der Kerngedanke, hier auf eine Konsolidierung in Richtung erstmal 82 und dann 13,80 und dann vielleicht sogar in Richtung 12,63 zu setzen. Weil charttechnisch wäre das natürlich eine super Nummer. Zack, 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 dann hier hoch. Ja, ein bisschen nochmal nach oben ausgekotzt, auf gut Deutsch, entschuldigt bitte die Wortwahl, aber so sagen wir es ja natürlich hier auch ganz gerne mal, dass sowas charttechnisch stattfindet, um dann eben aus diesem Bereich gegebenenfalls weiter nach oben zu laufen. Nein, am Dienstag bereits zeigte der Markt, 13,05 interessiert mich nicht, ich laufe weiter nach oben und dann war ja unser Gedanke, wenn er das macht, was er dann getan hat, dass dann ab 13,05 weiter die Aufwärtsseite interessant wird in die entsprechenden nächsten Widerstandszonen. Und wir sind aktuell dort oben. Wir sind aktuell mit starkem Momentum auf der Oberseite. Somit wird jetzt natürlich der schon vorher angedachte 13,05er-Bereich beziehungsweise 13,00 und 13,05 natürlich nicht ganz so unwichtig. Also diese Zone hier, die ist nach wie vor wichtig, auch wenn wir hier nur kurz hängen geblieben sind. Aber in der aktuellen Aufwärtszone ist dieser Bereich wichtig. Auch der Bereich 98, 97 hier drunter. Also erstmal Rückläufer aus diesem Bereich, selbst wenn das jetzt hier stattfindet, ist weiterhin klar aufwärts tendierend. Und der Markt kann hier ohne Probleme auch auf kleinerem Zeitfenster relativ zügig, weil wir sind am Freitag hier schon wieder so ein bisschen nach unten gekommen, können wir uns gleich auf kleiner Zeitebene angucken, ist hier weiter aufwärts. Und wir haben, ich habe nicht umsonst ja dann hier die nächsten kleineren Widerstände reingezeichnet, bis der Markt dann eben oben in den Bereich 13,56 kommt. Also wir sind erstmal weiterhin aufwärts tendierend. Rein charttechnisch ist das Bild weiter long. Kleinere bis größere Rücksetzer in den Bereich 13,05, 13,00 oder bis zu diesem Bereich sind interessant für weitere Käufe. Und erst wenn wir da runterrutschen,
Ja, das ist natürlich ein ganzes Ende jetzt aus dem aktuellen Schlusskursbereich um die Marke 13, 17, wobei so viel ist es gar nicht, sind 20 Dollar, gute 20 Dollar vielleicht. Erst dann, wenn er wirklich tiefer kommt, könnte hier dieses Szenario, was wir vergangene Woche dann schon mal aufgebaut hatten, könnte hier nochmal greifen, wobei jetzt eigentlich der Markt hier charttechnisch gar nicht mehr unter diese Tiefs kommen sollte. Ja, er sollte sich eigentlich hier oben dann irgendwie fangen und dann notfalls hier irgendwie wegdrehen nach oben. Ne? Ansonsten, wenn wir jetzt hier unter diese Tiefs wieder drunter gehen, dann würde sich das Aufwärtsbild erstmal etwas drehen, das Tief wird unterschritten und dann müssen wir hier das Ganze uns nochmal neu einnorden. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind hier noch nicht short, wir sind noch nicht unterhalb dieser Bereiche. Wir sind aktuell long und somit sind hier nach wie vor Kaufgedanken nicht ganz so uninteressant. Und wir gehen mal auf den Stundenchart. Schauen uns das Ganze hier mal an kurz. Wie sauber der Markt hier wirklich, das war ja hier vergangene Woche Freitag nochmal, wo dann hier der Schuss quasi Momentum auf der Nordseite eintrat. Ja, hier hatten wir ja geschlossen und hier ist ja schon bereits der 13.05er Bereich gewesen. Jetzt sehen wir, dass hier dann am 29. eben der Markt weiter nach oben lief und hier eben nur am 28. mal kurz leichte, minimale Schwäche aufkam, um dann eben hier direkt wieder weiterzulaufen. Und dann kam hier eben eine Sequenz weiter, sauber steigender Hochs und steigender Tiefs, teilweise mit Momentum. Und jetzt sind wir hier so ein bisschen am Konsolidieren. Ja? Haben hier quasi so ein bisschen sogar so eine kleine Schiebezone aufgebaut. Und man könnte jetzt sagen, okay, zum Beispiel, ja, da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Auch der ein oder andere handelt sowas mit Indikatoren. Ich würde halt hier oben erstmal nicht weitere Long-Setups ausschließen, dass man eben sagt, okay, wenn das hier überschritten wird, dass man dann eben hier oben etwas konservativerer weiter auf der Nordseite agiert oder dass man hier unten schon weiter gleich versucht, wieder die Aufwärtsseite zu handeln oder sagt, okay, der Markt kommt hier in das Unterstützungsniveau, um von hier aus long zu gehen. Es gibt hier diverse Möglichkeiten. Und ihr wisst, dass ich auch diverse Möglichkeiten nutze. Es kommen Uhrzeiten mit dazu, es kommen Volatilitäten mit dazu. Im Gold eigentlich weniger Korrelation zu anderen Märkten, weil hier ist ja auch wieder offensichtlich, US-Märkte laufen nach oben, Gold läuft nach oben. Die eigentlich negative Korrelation, die hier vergangenes Jahr dann auch mal kurzzeitig aufkam und das wir auch eigentlich vom Gold kennen, so Krisenwährung Gold, ja, wenn die Indizes fallen, steigt Gold und umgedreht. Nein, aktuell steigen die US-Indizes und Gold ist auch noch mehr oder weniger am Steigen. Ja, also von daher ist diese negative Korrelation hier eigentlich wieder ins Positive gedreht und wenn die US-Märkte weiterlaufen, kann es hier sein, dass das Gold weiterläuft. Es ist aktuell eben so ein bisschen unabhängig, zumindest sehe ich es jetzt persönlich dann aktuell so. Und solange wir oberhalb dieser 13.05 bleiben, hätten wir hier diverse Möglichkeiten zu kaufen. Vielleicht mal vorsichtig, wenn er dann unter die 14 rutscht, dass man hier mal antizyklisch in Richtung 13.05 bzw. in Richtung 13.00 vielleicht sogar mal antizyklisch den Short-Versuch wagt. Aber auch diese Niveaus sind grundsätzlich eigentlich eher interessant für einen Kauf, als dass man hier so zwingend auf der Abwärtsseite unterwegs sein müsste. Also das, die Gedanken meinerseits zu den Märkten DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold. Diese grobe, teilweise detailliertere Analyse dient mir persönlich für den Handel dieser Märkte in den Livestreams DAX Long oder Short, US Opening Bell, wo ich dann auch teilweise live handle, nicht teilweise, eigentlich relativ oft ein Live-Konto live handle. Und ich hoffe, wir sehen uns dann an dieser Stelle dann auch in den Livestreams mal wieder für diejenigen, die jetzt da vielleicht noch nicht mit dabei sind oder waren. Ich würde mich freuen, wenn das so wäre. In diesem Sinne euch erstmal Good Trades und Mega Trading. Bis zur nächsten Trading-Wochenanalyse bzw. in den Livestreams. Euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.